Ja, wir haben so ein bisschen dieses Ding online, die Online-Welt mit der Offline-Welt verbunden. Wir haben Online-Marketing und Offline-Verkauf zusammen verbunden, weil natürlich kannst du alles online verkaufen. Aber es gibt auch natürlich Möglichkeit, auch persönlich zu verkaufen, aber auf diese Reichweite, die das Internet bietet, einfach zugreifen und Leute so in die Gespräche holen, die Verkaufsgespräche und da verkaufen. Wir kümmern uns einfach verstärkt um die Paare, weil wir mitgekriegt haben, oder wir selber sind ein Paar, geschäftlich wie privat, und haben ein, wo wir dann unsere Kernkompetenzen, unsere Kraft und unsere Energie zusammengebracht haben, gebündelt haben, da ging es erst richtig los, ja. Aber so richtig los. Und das wollen wir den anderen Paaren beibringen, weil die Paare können sich komplett zerstören, die können sich komplett sabotieren, aber wenn sie das aufstellen, wenn sie in eine Richtung schauen, geschäftlich wie privat, dann passieren unglaubliche Dinge, sind unglaubliche Sachen möglich. Man hat ständig Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, wie man die, ob man die jetzt so groß macht oder so klein macht. Das Leben ist ja im ständigen Wandel und ständiger Flow auch. Wenn du jetzt online verkaufen willst und gut verkaufen willst und hochpreisig verkaufen willst, musst du öffentlich sein. Ne? Du musst einfach stehen und deine Message ganz laut und ganz authentisch rüberbringen. Und das war für uns auch eine Herausforderung. Und ich weiß, dass es für viele, viele Menschen draußen eine Herausforderung ist, wirklich da zu stehen, zum Beispiel bei Facebook zu sagen, hier bin ich. Wenn du einmal gefunden hast, was du wirklich liebst und machen willst, ist dir das alles egal. Dann schüttelst du dich und gehst einfach weiter. Und am nächsten Tag wirst du direkt schon wieder belohnt. Ja, das ist einfach so. Es gibt ja diesen Spruch, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Ne? Und den liebe ich mittlerweile wieder, aber damals habe ich ihn gehasst. Ne? Erfolg hat nie. Weißt du, du hast etwas, was du nicht willst, und dann tun. Weißt du, immer mit dem Kopf gegen die Wand und nochmal tun. Ach, Blut, egal, nochmal damit. Und also manchmal muss man sich neu orientieren, muss man sich essen. Man muss halt an diese Gesetze des Lebens denken. Es geht runter und es geht hoch. Also es geht nie so, ne? Es geht so. Und wenn du hier bist unten, dann weißt du ganz genau, irgendwann geht es wieder hoch. Ja. Und immer einfach nur dieses Vertrauen zu haben, dass es so sein wird. Und bis jetzt hat mir das Leben tausendfach bewiesen, dass es immer so ist. Und wenn man dieses Vertrauen hat, dann ist alles möglich. Also Events ist die Sache eben mit dem Auto, was ich gesagt habe. Ne? Das ist also, du fährst manchmal und du fährst gegen und du weißt nicht so genau, wie lange. Und manchmal ist es echt gut, auszusteigen aus der Autobahn, aus seinem Auto einfach dich mal zurückzulehnen und dich inspirieren zu lassen. Von wirklichen Top-Leuten. Ne? Also da sind sehr, sehr gute Leute da. Wie kannst du deine Online-Geschichten optimieren? Wie kannst du deinen Verkauf optimieren, damit du erfolgreicher bist? Und darüber steht eigentlich, was uns wichtig ist, wie findest du das, was du machen möchtest, was du wirklich machst, wo du richtig Energie hast, oder? Ja, genau. Und dann zeigen wir auch in unserem Workshop, wie du dann Online-Kunden anziehst, und zwar Kunden, mit denen du arbeiten möchtest und die mit dir arbeiten möchten. Und dann brauchst du eigentlich nicht mehr auf Druck verkaufen oder so, sondern die wollen.